Hey meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung der Tag von Taha. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Liebe Leute, heute möchte ich euch gerne zeigen in einem Tutorial, wie man mit dem Flüssigkleber vernünftig umgeht oder besser gesagt, wie man den Flüssigkleber bei einem Foliensystem auch anwendet. Liebe Freunde, wenn ihr euer Haarsystem beklebt, tut mir einen Gefallen, achtet möglichst auf eure Gradzahl in der Wohnung. Eine vernünftige, angenehme Zimmertemperatur wäre perfekt, damit der Kleber auch richtig haftet. Ideal ist natürlich 17 Grad. Muss jetzt natürlich nicht auf den Punkt genau sein, aber ideal wären 17 Grad. Welche Produkte benötigt ihr dazu? Das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ihr benötigt einen Styroporkopf. Ein Styroporkopf ist kein Muss, empfehle ich aber sehr gerne Anfänger, weil dann kann man sein Haarsystem drauf fixieren und dann kann man damit besser arbeiten. Um das Foliensystem vernünftig auf den Styroporkopf zu fixieren, empfehle ich sogenannte T-Nadeln. Die T-Nadeln sind sehr, sehr gut. Viele machen einen Fehler und stechen mit einer ganz normalen Büronadel in das Haarsystem rein. Das hat zur Folge, dass man dadurch natürlich das Haarsystem beschädigen kann. Um das zu vermeiden, empfehle ich euch die T-Nadeln. Da könnt ihr nämlich direkt in den Styroporkopf reinstechen und durch die T-Form, die ihr hier seht, könnt ihr praktisch die Haare befestigen und somit beschädigt ihr nicht das Foliensystem. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der sogenannte Cleaner. Der Cleaner ist auch bekannt unter dem Namen Isopropanol, das heißt 99%iges Alkohol. Es sorgt dafür, dass das Haarsystem entfettet wird und rein wird. Wichtig ist, dass ein Haarsystem komplett sauber ist. Nur dann haftet auch der Kleber. Um natürlich das Foliensystem auch vernünftig zu bekleben, benötigt man logischerweise auch den Kleber. Ich verwende hier das Ghostbond Supreme. Es ist ein super gutes Produkt. Laut Hersteller kann es bis zu 4 Wochen halten. Bei dem einen oder anderen tut es. Bei mir leider nicht. Nach einer Woche kann ich es gleich wieder abnehmen. Es besteht aus Wasserbasis. Das heißt, es ist kein chemisches Produkt, sondern ein Produkt, was auf Wasserbasis hergestellt wird. Davon bin ich ein riesen Fan, denn es sorgt nicht für Hautirritation. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Um den Kleber anzuwenden, solltet ihr auf jeden Fall einen Pinsel haben und so ein kleines Schüsselchen aus Plastik. Dann geht der Kleber auch da meistens besser ab. Als erstes besprühe ich unser Haarsystem mit dem Cleanser und verteile es mit den Händen. Ich nutze dazu gerne meine Hände, weil dann kann ich dann noch nebenbei abtasten, ob da irgendwo Klebereste sind. Sollten da Klebereste sein, dann kann ich die dann ganz vorsichtig auch abkratzen. Ihr könnt natürlich auch dazu fusselfreie Wattepads nutzen. Ich nutze gerne die Hände. Dann lasse ich es kurz trocknen und kann dann schon eigentlich mit der Prozedur beginnen, den Kleber auf das Haarsystem zu verteilen. Es gibt natürlich unterschiedliche Methoden, wie man sein Foliensystem bekleben kann. Es gibt einmal die Methode, entweder man benutzt an den Seiten die ganz normalen Tapes und im vorderen Bereich den Flüssigkleber, damit es natürlich aussieht, oder man verwendet komplett nur die Tapes oder man verwendet komplett den Flüssigkleber. Ich persönlich verwende komplett den Flüssigkleber. Ich fange meistens bei den Seiten an und arbeite mich langsam vor oder zurück. Das liegt in jedem seinem Ermessen, wie er das machen möchte. Liebe Freunde, tut mir einen großen Gefallen, wenn ihr mit dem Flüssigkleber arbeitet. Arbeitet möglichst gleichmäßig und vor allem sparsam. Denkt ja nicht, wenn ihr zu viel Flüssigkleber anwendet, dass es viel besser sei und dass es besser auf eure Kopfhaut haften würde. So ist es nicht. Wenig ist tatsächlich besser. Ich zeige euch jetzt mal auf der anderen Seite, wie es nicht aussehen soll. So soll es aussehen und hier zeige ich euch gleich, wie es nicht aussehen soll. Schaut euch die Seite an und die Seite. Die Seite hier ist total gleichmäßig. Die andere Seite ist total fleckig. So darf es definitiv nicht aussehen. Steht natürlich die Frage, wie viele Schichten sollte man von dem Flüssigkleber auftragen, und da streiten sich tatsächlich die Geister, denn laut Hersteller sollte man möglichst 4 dünne Schichten auftragen.
Ich persönlich verwende tatsächlich nur eine dünne Schicht und ich muss sagen, damit komme ich auch sehr, sehr gut aus. Ich kann damit duschen, schwimmen, alles ganz normal. Vielleicht sollte da jeder so seine eigene Erfahrung machen. Und wenn ihr eure eigenen Erfahrungen gemacht habt, ja, dann berichtet mir gerne. Meine E-Mail-Adresse wird natürlich für euch auch unten angezeigt. Natürlich wird jetzt auch die Frage kommen, warum ich bei einem Foliensystem mit dem Flüssigkleber arbeite und nicht mit den Tapes. Ganz einfach. Punkt Nummer 1, ich bin sehr faul. Ich hasse es, die Tapes zurechtzuschneiden. Das wäre Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, ganz simpel, es sieht bei einem Foliensystem viel natürlicher aus, wenn man mit dem Flüssigkleber arbeitet. Liebe Freunde, so muss der Kleber verteilt werden auf eurem Haarsystem. So muss es zum Schluss aussehen. Die einzelnen Stellen, die ihr hier oben seht, die so leicht fleckig aussehen, etwas dunkler sind als die hellen Stellen, da ist der Kleber langsam ausgetrocknet. Daher wird dann der Kleber natürlich auch irgendwann mal durchsichtig, sonst würde es ja dann auch auffallen. Also nicht wundern. Ansonsten ist es komplett gleichmäßig verarbeitet bzw. beklebt worden. Sobald ihr jetzt den Flüssigkleber eigentlich auf euren Haarsystem aufgetragen habt, kann es durchaus vorkommen, dass ein paar Härchen mal irgendwie darauf landen. Bitte schiebt da gar keine Panik. Ihr könnt einfach mit dem Isopropanol etwas raufsprühen und dann könnt ihr die Härchen wieder ganz vorsichtig abnehmen. Sobald der Kleber durchsichtig geworden ist, erst dann könnt ihr euer Haarsystem aufsitzen. Solange noch vereinzelt weiße Stellen zu sehen sind, lasst es bitte. Idealerweise lässt man den Kleber sogar tatsächlich bis zu 3 Tage einwirken. Umso länger, desto besser. Ich persönlich, 2 Stunden reicht auch schon vollkommen aus. Ja, liebe Freunde, das war's auch schon heute. Schaut euch das an. Der Kleber ist schon bereits durchsichtig geworden. Es ist jetzt komplett trocken. Ich lasse es noch 2 Stunden einwirken. Dann setze ich mir mein Haarsystem auf, dann style ich es und dann bin ich dann auch schon fertig. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anregungen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse wird natürlich für euch unten auch angezeigt. Gerne einen Kommentar. Gebt mir viele Likes, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und vor allem natürlich meinen Kanal auch weiter empfehlen würdet. Liebe Leute, sollte ich nicht gleich antworten auf eure E-Mails, bitte nicht böse sein. Ich kriege, wie gesagt, schon wahnsinnig viele E-Mails. Viele sind von euch schon bereits auf meine Liste eingetragen und ich melde mich natürlich auch im Laufe der Tage nochmal bei euch. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtstage, passt natürlich auf und bis nächste Woche. Und denkt immer an eins, pflegt eure Haare. Euer Ihab.